Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Wir beginnen im Sitzen. Setz dich auf ein Kissen leicht erhöht oder auf einen Block oder auf eine Decke. Komm in den kreuzbeinigen Sitz. Leg die Hände auf deine Knie, auf deine Oberschenkel. Wenn du magst, gib die Hände ins Chin-Mudra. Zeigefinger und Daumen berühren sich. Dann atme ein, zieh die Schultern nochmal nach oben zu den Ohren. Mit der Ausatmung lass die Schultern nach hinten unten sinken. Versuch gerade und aufrecht sitzen zu bleiben und einen tiefen Atemzug durch die Nase zu nehmen, in deinen Bauch zu atmen. Nimm wahr, wie dein Bauch ganz groß wird wie ein Luftballon. Mit jedem Einatmen nimm neue Energie auf. Mit jedem Ausatmen lass alles Alte, Ängste, Sorgen, Anspannung aus deinem Körper in die Erde hinunterfließen. Jetzt beginnt deine Zeit. Dann gib die Hände vor dein Herz zusammen ins Anjali Mudra oder auch Gebetshaltung. Verneig dich nochmal vor dir selbst. Schenk dir ein Lächeln zu Beginn deiner Yoga-Praxis. Und dann mit dem nächsten Einatmen hebt die Arme über die Seiten kraftvoll nach oben. Ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz zusammen. Das machen wir nochmal. Einatmen, stell dir vor, du nimmst neue Energie, Zuversicht, Vertrauen, Gesundheit in deine Hände, zwischen deine Hände auf und ziehst das alles in dein Herz hinein, in deinen Körper hinein. Noch einmal tief einatmen, heb die Arme über die Seiten, ausatmen. Gib die Hände vor deinem Herzen zusammen. Dann lass die Hände vor deinem Herzen. Und dann atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung beweg deinen Oberkörper ganz langsam nach rechts. Versuch das Becken, die Hüften zu lassen. Einatmen wieder zur Mitte. Ausatmen, dreh langsam nur deinen Oberkörper, soweit du kannst, nach links. Bleib gerade sitzen. Ausatmen oder einatmen, Entschuldigung, zur Mitte. Ausatmen, wieder zurück nach rechts. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, langsam kontrolliert nach links. Ein, zur Mitte. Ausatmen. Nach rechts aufdrehen, einatmen zur Mitte, ausatmen, nochmal langsam, nach links aufdrehen, einatmen zur Mitte, ausatmen, rechts, einatmen, Mitte. Dann bleib in der Mitte, atme weiter. Und dann verschränk deine Handflächen ineinander, gib die verschränkten Handflächen nach außen und jetzt heb einatmend deine Arme nach oben, sodass die Handflächen nach oben zum Himmel zeigen. Achte darauf, dass du deine Schultern nochmal locker lässt, ein bisschen runtergibst, die Schultern nicht zu den Ohren ziehst. Und jetzt bleibe hier in der aufrechten Sitzhaltung. Atme tief ein und aus. Wenn es anstrengend wird, versuch tiefer in den Bauch zu atmen. Ja, nicht aufhören, nicht aufgeben, sondern auf deinen Atem und auf deine Kraft vertrauen. Atme ganz tief und vollständig ein und aus und spür die Hitze, die Wärme, die Aktivität in deinen Schultern, in deinen Armen, deinen Händen, in deinem Rücken. Wenn du vertraut bist mit dem Ujjayi-Atem, kannst du auch in Ujjayi atmen, um so noch mehr Prana, noch mehr Energie aufzunehmen. Jetzt mit dem nächsten Ausatmen, wie du schon siehst, versuch ganz langsam deinen Oberkörper jetzt einmal nach rechts zu neigen und die gesamte linke Seite deines Körpers zu öffnen. Lass deine Sitzbeinhöcker fest verwurzelt mit der Erde, schenk dir ein Lächeln und schau gerne einmal nach links. Schultern locker, Handflächen zeigen nach oben. Mit einem Lächeln wird alles etwas leichter, glaub mir. Tiefe Atmung, du schaffst das.
Einatmen, zurück zur Mitte kommen und ausatmen, ganz langsam nochmal rüber nach links neigen. Handflächen zeigen weiter nach oben, Schultern locker. Schau gerne rüber nach rechts. Öffne die gesamte rechte Seite deines Körpers. Spür die Dehnung in der rechten Flanke. Atme tief durch die Nase, in den Bauch ein und aus, um Kraft, Prana, neue Energie zu sammeln. Dann einatmen, komm zur Mitte und ausatmen. Ganz langsam lass die Arme sinken und auf Höhe deiner Schultern lass die Arme zu den Seiten ausgestreckt. Schau gerne nach rechts und links, ob die Arme auf einer Höhe sind. Schenk dir wieder ein Lächeln. Zieh die Fingerspitzen zu dir ran. Streck die Handflächen weit zu den Seiten raus. Stell dir vor, du willst rechts und links eine Wand berühren und versuch die Spannung zu halten und tief zu atmen. Spür das Feuer in deinem Bauch, die Aktivität in deinem oberen Rücken, deinen Schultern. Und dann beginn, wenn du magst, jetzt nochmal langsam die Arme zu kreisen, um die Wirkung noch zu intensivieren. Wenn die Fingerspitzen abhauen, zieh die Finger immer nochmal mehr zu dir ran, um die Dehnung zu intensivieren. Okay, dann halte an. Atme aus, lass ganz langsam deine Arme sinken und leg deine Handrücken auf deine Knie, auf deine Oberschenkel ab und spür nach. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Lass gerne mit einem Seufzen, mit einem Stöhnen, Spannung, Anstrengung aus deinem Körper raus. Dann leg eine Hand auf dein Herz, eine Hand auf deinen Unterbauch, eine Hand auf dein Anahata Chakra, dein Herzchakra, eine Hand auf dein Svadhisthana Chakra, dein Sakral Sexual Chakra und lass jetzt die Energie von deinem Sakral Chakra hochströmen zu deinem Herzen. Spür deinen Herzschlag. Deine Weiblichkeit oder deine Männlichkeit. Deine Hände vorne auf deine Knie und dann beginn langsam mit dem Einatmen deinen Oberkörper nach vorne zu kreisen, mit dem Ausatmen nach hinten zu kreisen. Einatmen vorne deinen Brustraum ganz weit machen, ausatmen hinten den Raum zwischen deinen Schulterblättern weit machen. Einatmen, versuch ganz weit deinen Brustkorb zu öffnen, leg gerne deinen Kopf in den Nacken. Ausatmen, versuch den Bereich zwischen den Schulterblättern weit zu öffnen, lehn dich richtig zurück mit dem Ausatmen, halte dich gerne auch an deinen Knien fest. Und dann mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen, weit werden, nach vorne öffnen, ausatmen, runder Rücken, Bereich zwischen den Schulterblättern weit öffnen. Und spür, wie mit jeder Einatmung neue Energie in deinen Körper kommt. Und jetzt kreis noch einmal gegen den Uhrzeigersinn. Also genau die andere Richtung nochmal. Einatmen, vorne weit werden. Ausatmen, hinten rund. Und dann kommen wieder in der Mitte an. Und dann lass jetzt einmal deinen Kopf ganz langsam nach vorne sinken und beginnen über vorne mit deinem Kopf Halbkreise zu malen. Einmal rüber, rechtes Ohr zur rechten Schulter und dann ganz langsam Kinn zur Brust und den Kopf rüberkreisen nach links. Und dann nochmal zur anderen Seite kreisen,
das gerne auch in deinem Atemrhythmus. Ausatmend wieder zurück nach vorne. Und dann heb einatmend den Kopf an und leg ihn nochmal in den Nacken. Wenn du keine Beschwerden hast, kannst du auch hier über hinten nochmal Halbkreise machen. Manchmal hilft es, wenn man den Mund dabei etwas öffnet. Wenn man zu viel Spannung im Hals hat, dann kann das sehr unangenehm sein. Zurück zur Mitte und dann einatmen, langsam wieder anheben und nochmal kurz nachspüren. Spür mal deine Schultern, deinen Nacken, deinen Hals, deine Kehle. Spür deinen gesamten Oberkörper. Okay, dann machen wir eine Runde Kapalabhati. Kapalabhati ist die Schnellatmung, die aktiviert das Sonnengeflecht. Bei Kapalabhati, du siehst jetzt gleich, ich mache das vor, ich erzähle währenddessen weiter, kannst gerne schon mal hinschauen zum Video, bewegt sich die Bauchdecke ganz kraftvoll nach vorne und zurück. Ja, wenn du ausatmest, dann ist es so ein Atemstoß. Und bei dem Atemstoß durch die Nase ziehst du den Bauch nach innen. Und wenn du einatmest, ganz langsam wieder locker lassen. Ich sage das einmal an. Also durch die Nase ein- und ausatmen, kraftvoll ausatmen durch die Nase mit einem Stoß und ganz sanft wieder einatmen. Also bitte nicht genauso viel einatmen, wie du ausatmest, sondern versuch kraftvoll auszuatmen und sanft einzuatmen. Dann atme jetzt nochmal ganz tief und vollständig ein. Atme ganz vollständig aus. Atme bequem ein und beginne. Aus, ein, 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 und nochmal kräftig ausatmen. Dann atmen. Der Sonne deinen Bauchraum flutet, du von innen beginnst zu leuchten. Halte den Atem so lange an, wie du kannst. Wenn der Atemimpuls kommt, dann gib ihm nach, lass den Atem wieder fließen und spür weiterhin die neue Energie, das Prana in deinem Sonnengeflecht. Kapalabhati ist eine sehr stark aktivierende Übung, die die Trägheit des Winters beiseite fegt und für den Frühling wieder neue Energie bereitstellt. Dann lass den Atem gerne wieder fließen. Spür noch einen Moment nach, wenn du magst. Und dann mach dich langsam bereit und komm ans vordere Ende der Matte. Bitte verzeiht mir, dass ihr mich hier im Stand nur zur Hälfte seht. Ich wollte gerne das Video trotzdem hochladen, weil es ansonsten sehr schön ist, finde ich. Das nächste Mal werde ich mich bemühen, ein bisschen weiter hinten die Kamera aufzustellen. Ihr seht auch, dass ich im Video ein bisschen perplex bin und gucke, ob das irgendwie alles geht. Und ich dachte auch, es geht, aber egal. Wir wollen mal den Perfektionismus, den ich sowieso sehr stark habe, so ein bisschen beiseite legen. Also. Okay, komm ans vordere Ende der Matte. Gib die Füße ganz eng zusammen. Und dann beug die Knie ganz leicht, öffne die Hände, spür als erstes hier im Stand mal die Kraft von Mutter Erde. Stell dir vor, du könntest über deine Füße neue Energie aus der Erde einatmen, in deinen Körper hineinziehen und mit der Ausatmung alles Alte, was dich belastet, abgeben. Einatmen, neue Energie aufnehmen, ausatmen, Altes loslassen. Dann gib die Hände vor dein Herz zusammen.
Atme ein, heb die Arme kraftvoll über die Seiten nach oben. Atme aus, zieh die Hände vors Herz zusammen. Atme ein, heb die Arme weit nach oben. Atme aus, komm in die Vorwärtsbeuge. Beug gerne auch die Knie ganz leicht, wenn du musst. Einatmen, tritt mit rechts einen großen Schritt zurück in den Sprinter, rechtes Knie auf der Matte. Luft anhalten in den Stütz, linkes Bein dazu, Hände unter den Schultern. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zur Matte. Achte darauf, dass du unter deinem Becken Raum hast. Einatmen, Fußrücken, Schambein, Erden, heb dich hoch, komm in die Kobra, aus der Kraft der Bauch- und Rückenmuskeln. Ausatmen, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Hier angekommen, schau, dass deine Fersen Richtung Matte sinken, deine Sitzbeinhöcker nach oben streben zum Himmel. Atme tief in die Länge deines Rückens hinein. Atme aus, komm hier an. Dann mach hier gerne nochmal Kapalabhati, wenn du magst, wenn du dich fortgeschritten fühlst. Bei mir siehst du das dort, du musst das nicht machen. Ja? Du kannst hier auch nochmal beginnen. Aus, ein, 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 ausatmen. Dann atme ein, atme aus. Atme nochmal ein, halte den Atem kurz an, nur so lange wie du kannst, um neues Prana, neue Energie zu sublimieren in deinem Bauch, was dir zur Verfügung steht, um den Sonnengruß gut zu praktizieren, Kraft und Ausdauer zu haben. Dann mit der nächsten Einatmung komm mit rechts wieder einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Achte darauf, dass das Knie nicht im spitzen Winkel ist, so wie hier, sondern dass du den Fuß, wenn denn, so hinstellst, dass Knie und Sprunggelenk auf einer Linie sind. Ausatmen, linkes Bein dazu, stehende Vorwärtsbeuge. Ja, sorry, meine Haare haben gestört, die müssen einmal zugemacht werden. Und dann einatmen. Richte dich gerade und aufrecht mit geradem Rücken auf. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Arme sinken. Einatmen, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, streck die Arme weit nach oben, komm aus dem Oberkörper leicht zurück. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, tritt mit links einen großen Schritt zurück in den Sprinter. Luft anhalten in den Stütz. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zur Matte. Einatmen in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Auch hier richte dich nochmal ein. Und mach gerne noch eine Runde Kapalabhati, wenn du magst. Atme tief ein. Vollständig aus. Atme ein. Und beginne. Aus, ein, 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 und kräftig ausatmen, dann atme tief und vollständig ein, atme vollständig durch die Nase aus. Atme bequem ein, halte den Atem an, spür in die Mitte deines Bauches zu deinem Sonnengeflecht, spür, wie du dich auflädst mit Prana, mit Sonnenenergie. Und wenn der Atemimpuls einsetzt, dann lass den Atem wieder frei fließen. Atme ein, komm mit links einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Ausatmen, rechtes Bein dazu, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, langsam aufrichten und zurückkommen. Ausatmen, Arme sinken. Einatmen, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, streck die Arme weit nach oben. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, tritt mit rechts einen großen Schritt zurück. Hier bleiben, weiteratmen, leg den rechten Fußrücken auf.
Dann wandere mit dem linken Fuß ein bisschen nach außen zur Mattenaußenkante. Hol den linken Arm nach innen, innen neben das linke Bein. Rutsche mit dem rechten Knie noch ein Stück nach hinten, um in einen tiefen Ausfallschritt zu kommen. Und jetzt bleib entweder auf den Handflächen oder komm, so wie hier im Video, runter auf die Unterarme und gib die Hände ins Namaste, ins Anjali Mudra. Nicht ins Anjali Mudra, entschuldige bitte, aber auf alle Fälle in die Namaste-Haltung, also Hände zusammen, sodass der Energiefluss im oberen Bereich geschlossen ist. Und dann versuch hier anzukommen und spür die Öffnung in deiner linken Hüfte, die Dehnung der rechten Vorderseite deines Oberschenkels. Atme gerne auch in Ujjayi, wenn es sehr herausfordernd, sehr anstrengend für dich ist. Ja, der Ujjayi-Atmen, der hilft dir, deinen Geist noch mehr zu fokussieren. Dann komm wieder nach oben auf die Hände. Wandere mit dem Fuß wieder zurück zur Mitte, stell die Fuß, die Zehen auf und dann hol das rechte Bein mit dazu. Und jetzt dreh dich einmal auf, kipp das Gewicht auf die linke Hand und auf die linke Außenseite des Fußes, heb den rechten Arm ganz weit nach oben, komm in den Side Plank und dann hebe ganz langsam dein rechtes Bein noch zurück. Und ausatmen, rechtes Bein wieder sinken lassen, rechten Arm sinken lassen, bring dich zurück zur Mitte, komm in den Stütz, ausatmen, Knie, Brust und Stirn zur Matte. Einatmen, Fußrücken, Schambein erden, komm in die Cobra. Und jetzt verschränke die Hände hinter deinem Gesäß und zieh die verschränkten Hände weiter nach hinten, um hier nochmal in eine Variation der Cobra zu kommen, deinen Brustkorb weit zu öffnen. Wenn es anstrengend wird, atme viel, viel tiefer in den Bauch ein und aus. Halte noch aus, einen Atemzug. Dann löse langsam auf, hol die Hände wieder nach vorne, leg die Hände unter die Schultern, komm in die Bauchlage und drück dich aus der Bauchlage zurück in den herabschauenden Hund. Hier angekommen, versuch mal abwechselnd rechte Ferse, linke Ferse nach hinten zu bewegen und jetzt deinen ganzen Körper mal mitzunehmen, wie so einen kleinen Tanz, den du hier ausführst. Ja, den Po so ein bisschen hin und her bewegen, Knie mal rüber nach links, rechtes Knie nach links, linkes Knie nach rechts. Ja, einfach so ein bisschen den Körper warm machen. Wenn du magst, einatmen, nach vorne kommen in den Stütz, ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, nach vorne kommen in den Stütz, ausatmen, zurückschieben in den herabschauenden Hund. Noch einmal einatmen, Stütz, ausatmen, zurückschieben, herabschauender Hund. Dann einatmen, hol den rechten Fuß wieder nach vorne. Ausatmen, linkes Bein dazu. Atmen, Arme sinken. Noch eine Runde. Einatmen, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, streck die Arme weit nach oben, komm leicht zurück. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, tritt mit links einen großen Schritt zurück. Atme weiter, komm hier an. Linken Fußrücken erden. Rechten Fuß weiter nach außen wandern zur Außenkante der Matte. Rechten Arm nach innen holen. Linkes Knie weiter nach hinten schieben, um mehr in den Ausfallschritt zu kommen und entweder auf die Handflächen oder auf die Unterarme kommen und hier die Dehnung spüren in deiner rechten Hüfte und in der Vorderseite deines linken Oberschenkels. Kannst den Kopf festhalten oder sinken lassen und dann atme ganz tief. Gib das Gewicht auf die rechte Hand, dreh dich nach links auf, linken Arm weit nach oben strecken, auf die Außenkante des rechten Fußes kommen und das linke Bein gerne nochmal mit dazu anheben in den Stern
Und dann Bauch fest, Po fest, tief ein- und ausatmen. Und ausatmen, linkes Bein, linken Arm sinken lassen, zurückkommen zur Mitte in den Stütz. Ausatmen, Knie, Brust und zur Matte. Einatmen in die Kobra. Ausatmen noch einmal in den herabschauenden Hund. Und Achtung, hier springen wir jetzt gleich oder kannst du jetzt gleich von dem herabschauenden Hund mit deinen Füßen nach vorne springen zwischen deine Hände. Kannst dafür mal nach vorne schauen zwischen deine Hände. Wenn das nicht geht, dann tipple langsam nach vorne. Und dann mit einem Sprung, hops, nach vorne kommen in die stehende Vorwärtsbeuge. Super, wenn du es geschafft hast, wenn nicht, auch gut. Dann verschränk die Hände nochmal hinter deinem Rücken und jetzt öffne nochmal deinen Brustkorb. Dehne den Bereich zwischen deinen Schulterblättern und der Wirbelsäule. Zieh die Handflächen weit nach oben, gerne auch noch mehr Richtung Kopf, also von dir weg, vom Gesäß weg. Atme tief ein und aus. Dann löse die Hände und komm nochmal einatmend einmal in den Stuhl. Setz dich tief mit deinem Gesäß, streck die Arme weit nach oben, öffne deinen Brustkorb, spür die Weite und die Länge in deiner Wirbelsäule. Und dann ausatmen, drück die Knie durch und lass die Arme langsam sinken. Dann gib die Füße hüftbreit auseinander, leg eine Hand auf deinen Bauch. Eine Hand auf dein Herz und spür dem Sonnengruß nach. Wenn du magst, kannst du auch so wie ich. Ich habe im Hintergrund Musik gehört, deswegen musste ich mal kurz zu dem Lied, was da war, so ein bisschen mich bewegen. Mach das doch auch sehr gerne. Tanzen ist immer gut. Okay, dann komm großen Schritt nach hinten auf die Mitte deiner Matte und komm in die Stellung des Kindes. Leg deine Stirn nach vorne ab, gib die Arme neben den Körper, Handflächen zeigen nach oben, Schultern locker, Rücken entspannt. Die Stellung des Kindes hilft dir, Hingabe zu üben, Vertrauen zu üben. Die Erde trägt dich, ganz egal, was passiert. Einatmen, richte dich langsam Wirbel für Wirbel wieder aus der Stellung des Kindes auf. Als letztes Schultern und den Kopf anheben. Dann komm in das Kamel, stell die Zehen auf, komm auf die Knie und greif jetzt mit deinen Händen von hinten deine Fersen und jetzt drück dein Brustbein noch mehr nach außen, leg den Kopf in den Nacken und komm in eine ganz stark öffnende Übung. Ihr öffnet die gesamte Körpervorderseite. Du kannst hier also neue Energie empfangen, dein Herz ganz weit aufmachen. Atme ganz tief ein und aus. Dann lass mit dem Ausatmen ganz langsam dein Gesäß zu den Fersen sinken. Komm zurück aus der Übung, heb den Kopf langsam an, hol die Arme nach vorne. Und dann komm noch einmal in den Fersensitz. Leg eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Unterbauch oder beide Hände auf dein Herz. Und
Spür jetzt einmal dein Herz intensiv schlagen, die Energie in deinem Herzen, die Öffnung in deinem Brustkorb. Hast die Augen weiterhin geschlossen. Dann komm von hier aus ganz langsam links oder rechts, nimm deine Fersen, streck deine Füße nach vorne aus für die Vorwärtsbeuge. Zieh dein Sitzfleisch gerne nochmal nach hinten oder zu den Seiten raus, um deine Sitzbeinhöcker noch mehr zu verwurzeln. Zieh die Zehen zu dir ran, streck die Ferse weg, drück die Kniekehlen nach unten zur Matte. Atme ein, heb die Arme kraftvoll nach oben, wachse nochmal in die Länge. Atme aus, komm aus der Bewegung deiner Hüften ganz langsam nach vorne. Ganz wichtig, du musst nicht die Füße greifen. Es soll nicht so aussehen, wie du jetzt bei mir siehst. Also der Rücken soll nicht ganz, ganz rund sein, sondern der Rücken soll, solange es geht, gerade sein. Und wenn das besser geht, dann komm ein Stückchen zurück und leg die Hände auf deine Unterschenkel. Ja, wenn du schon fortgeschritten bist und weit nach vorne kommst aus der Dehnung, aus der Bewegung der Hüften, dann darfst du auch den Rücken leicht runden. Wenn du aber eine starke, intensive Dehnung spürst in den Rückseiten der Beine, dann ist es wichtiger, dass der Rücken gerade ist. Atme tief ein und aus. Spür die Öffnung der Rückseite deines Körpers. Spür die Öffnung der Rückseite deiner Beine. Und gib alles ab. Vorwärtsbeuge lehrt dich, geduldig zu sein, darauf zu vertrauen, dass all das in dein Leben kommt, wenn es sein soll. Atme ein, richte dich langsam wieder auf. Atme aus. Und für eine Gegenbewegung stell die Handflächen oder die Fäuste hinter dir auf. Wenn du die Handflächen aufstellst, schau, dass deine Finger von dir wegzeigen. Dann komm auf die Fersen, auf die Hände und heb einatmend dein Becken weit nach oben, komm in die schiefe Ebene. Wenn das nicht geht, stell deine Füße hüftbreit auf und komm in den Tisch. Lass dabei dann die Knie aber über deinen Sprunggelenken ausgerichtet. Tief ein- und ausatmen. Die Vorderseite nochmal öffnen. Wir haben eben die Rückseite geöffnet. Hier nochmal eine Gegenbewegung. Und ausatmen. Langsam dein Gesäß wieder absinken. Und dann leg dich einmal langsam zurück auf den Rücken. Streck die Beine noch einmal aus, gib die Arme ein Stückchen weg vom Körper, gib die Füße hüftbreit auseinander und spür einen Moment im Rücken, in der Rückenlage nach. Einatmen, stell die Füße auf für eine abschließende Drehung, streck die Arme zu den Seiten raus, gib das Gesäß ein bisschen nach rechts. Wenn du fortgeschrittener bist, kannst du auch die Füße so umeinander rumschlingen. Ja, dann kannst du die Dehnung intensivieren. Und egal, ob die Füße nebeneinander stehen, die Knie nebeneinander sind oder du die Beine umschlungen hast, lass jetzt deine Knie langsam nach links sinken. Kannst gerne mit der linken Hand den rechten Oberschenkel greifen. Zieh dich bitte nicht rein, unterstütz vielleicht nur die Drehung so ein bisschen dadurch. Und achte darauf, dass dein rechtes Schulterblatt auf der Matte bleibt. Und dann spür die Drehung, die Dehnung, die Öffnung in deiner Wirbelsäule. Du schaffst jetzt hier Raum, sodass deine Wirbelsäule und vor allem deine Bandscheiben sich erholen können von der Aufgabe, dir den ganzen Tag als Stoßdämpfer zu dienen. Dann einatmen, heb die Knie wieder zurück zur Mitte, fäde gerne die Füße oder die Knie auseinander. Versetz dein Gesäß rüber nach links und führe die Drehung in die andere Seite aus. Entweder mit umschlungenen Beinen
oder Knie nebeneinander. Du kannst gerne hier jetzt die rechte Hand auf den linken Oberschenkel, aufs linke Knie legen und achte darauf, dass die linke Schulter, das linke Schulterblatt auf der Matte bleibt. Tiefe Atmung. Lass mit jedem Ausatmen los. Und dann komm langsam zurück zur Mitte. Stell die Füße nebeneinander auf, gib das Gesäß in die Mitte. Und dann mach dich bereit für einige Augenblicke. Shavasana, streck die Beine aus. Gib die Füße hüftbreit auseinander, lass die Zehen nach außen wegfallen. Gib die Arme etwas weg vom Körper, dreh die Handflächen nach oben auf, zieh die Schultern weg von den Ohren. Das Kinn nochmal leicht zur Brust. Und dann spür jetzt hier die Erde unter dir. Und stell dir vor, wie du jetzt mit jedem Einatmen Energie aus der Erde über die Rückseite deines Körpers aufnimmst. Und mit der Ausatmung sich diese Energie in deinem gesamten Körper ausbreiten darf, kannst dir vorstellen, wie du helles, weißes oder rotes Licht aus der Erde über die Rückseite deines Körpers aufnimmst und mit der Ausatmung in deinem ganzen Körper verteilst. So lädst du dich auf mit Vertrauen, Stabilität und Sicherheit und spürst, dass die Erde, ganz egal was ist, dich immer und ständig trägt und nährt. Dann beginn langsam wieder Bewegung in deinen Körper zu bringen. Beweg die Füße, die Hände, kreis die Fuß- und Handgelenke. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch, recke und strecke dich, seufze, gähne. Komm wieder zurück in den Moment, ins Außen, in deinen Körper. Und dann greife dein Schienbein und komm rückenschonend nach oben zum Sitzen. Setz dich nochmal in einen kreuzbeinigen, aufrechten Sitz. Leg die Hände auf deine Oberschenkel. Gib die Hände gerne ins Chin-Mudra, Zeigefinger und Daumen berühren sich. Und dann danke ich dir für dein Mitmachen und hoffe, dass du gut durch die Zeit kommst. Hab Vertrauen, dass alles sich zum Guten wendet. Gib die Hände vor dein Herz zusammen und dann lasst uns gemeinsam noch mit dreimal Om die Stunde, die Zeit gemeinsam beenden. Atme nochmal tief ein. Namaste und alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal.